Habt ihr auch schon mal darüber gerätselt, was eigentlich in der Stromrechnung abgerechnet wird, wenn noch Strom im Kreis fließt? Und dieses Durcheinander mit den ganzen Einheiten, Volt, Watt, Ampere, Kilowattstunden, wer blickt da schon durch? Mit diesem Video möchte ich euch dazu Klarheit verschaffen. Fangen wir also einfach an. Betrachten wir zuerst die Begriffe Strom und Stromstärke. Was ist elektrischer Strom? Die Antwort steckt schon im Wort, das Strömen von Ladung. Es gibt für das Auge nicht sichtbare kleine elektrische Teilchen, genannt Elektronen, im Kabel. Und wenn die sich bewegen, also strömen, dann ist das Strom. Und die Stromstärke? Die beschreibt, wie viele Ladungen pro Sekunde an einer Stelle vorbeiströmen. Wir können uns das wie ein Laufband vorstellen mit Paketen darauf. An einer Stelle messen wir, wie viele Pakete pro Sekunde hier vorbeikommen. Wenn ein Ladungspaket pro Sekunde an einer Stelle vorbeikommt, dann haben wir eine Stromstärke von 1 Ampere. Da man Ladungen in Coulomb misst, heißt das, 1 Ampere ist 1 Coulomb pro Sekunde, also ein Ladungspaket pro Sekunde. Wie viele Elektronen in so einem Coulomb-Ladungspaket sind, wusste man damals noch nicht. Das hat man erst später herausgefunden. Unter Verweis auf den zugehörigen Millikan-Versuch sage ich hier einfach mal nur das Ergebnis. Es sind über 6 Trillionen Elektronen. Die Stromstärke sagt übrigens nichts darüber aus, wie schnell die Elektronen unterwegs sind. Ich stehe jetzt hier etwa auf einer Autobahnbrücke und schaue mir den Verkehrsstrom an. Den kann ich zum Beispiel in Fahrzeugen pro Minute angeben. Wie schnell die Fahrzeuge sind, weiß ich aber nicht. Klar kann es auch sein, dass der Verkehrsstrom zunimmt, wenn die Fahrzeuge schneller fahren. Wahrscheinlicher ist aber, dass einfach mehr Autos unterwegs sind. Elektronen sind übrigens gar nicht so unglaublich schnell im Kabel. Ein paar Meter pro Sekunde vielleicht. Das ist zwar flott, aber auch nicht so unfassbar schnell, wenn man überlegt, dass man an einer Stelle an der Wand den Schalter drückt und ohne erkennbare Verzögerung das Licht angeht. Wie kann das sein? Ursache? Die Elektronen sind schon vorher im Kabel drin. Tatsächlich gehören sie zu Atomen und aus denen besteht ja alles. Bei Materialien, die Strom leiten, wie etwa Eisen oder Kupfer, können sich ein paar von ihnen vom Atom lösen und als freie Elektronen durch das Kabel strömen. Bei anderen Materialien, wie Plastik, Holz oder Glas, geht das fast gar nicht. Diese Atome halten alle ihre Elektronen gut fest und das Material ist dann ein Nichtleiter. Betrachten wir also den Stromkreis, hier ganz einfach mit Batterie und Glühlämpchen. Dass Strom im Kreis fließt, ist, denke ich, allen bekannt. Eine normale Glühlampe muss daher auch zwei Anschlüsse haben. Diese sind unten und am Gewinde. Im Inneren sind Kabel, sodass die Elektronen dann durch die Glühwände fließen können. Und überall sind die Elektronen schon drin. Ohne Antrieb machen sie aber nichts. Sie hängen einfach nur rum, könnte man sagen. Und die Quelle? Erzeugt sie Elektronen oder vernichtet sie? Nein, sie treibt die Elektronen einfach nur an. Die Antriebsstärke der Quelle nennt man Quellenspannung. Spannung ist ein komplizierter Begriff, der weit über das, was ich hier erzähle, hinausgeht. Aber für den Anfang kann man mit der Vorstellung Antriebsstärke gut arbeiten. Spannung wird in Volt gemessen. Bitte verwendet nicht den Begriff Kraft für die Spannung, denn Kraft hat eine Richtung, während Spannung eher so einen Unterschiedszustand zwischen zwei Punkten oder zwei Objekten beschreibt. Spannung kann zum Beispiel zwischen zwei Polen einer Quelle sein oder zwischen zwei Kabeln. Es kann auch sein, dass die Spannung zwischen dem Kabel und dem Erdboden anliegt. Das meint man dann, wenn man sagt, das Kabel steht unter Spannung. Also nochmal, die Quelle treibt mit ihrer Spannung den Stromkreis an. Je nach Material fließt dann mehr oder weniger Strom. Ist der Stromkreis unterbrochen, fließt gar kein Strom, obwohl die Spannung natürlich immer noch da ist. Die Quelle erzeugt keine Elektronen und vernichtet auch keine. Die Elektronen strömen einfach so durch die Quelle durch. Insofern ist die Stromstärke vor und nach einer Lampe die gleiche. Das habe ich hier auch einmal gemessen. Warum also die Stromrechnung? Dazu muss man sich überlegen, wozu ein Stromkreis überhaupt da ist. Antwort: Um Energie umzuwandeln und zu transportieren. In der Batterie ist Energie in chemischer Form gespeichert. Sie wird in elektrische Energie umgewandelt und mit Hilfe des Stromkreises von der Spannungsquelle zum Verbraucher transportiert. Der wandelt sie dann wieder um. In diesem Fall in Licht und wenn es wirklich eine Glühlampe ist, dann auch erheblich in Wärme. Damit haben wir zwei Ströme. Den elektrischen Strom der Elektronen in ihrem Rundlauf und einen Energiestrom von der Quelle zum Verbraucher. Wie genau die Energie von A nach B kommt, kann übrigens keiner so genau sagen. Irgendwie ist sie von der Quelle bis zur Lampe gekommen. Energie misst man in der Physik in Joule. Aber hier haben wir einen Energiestrom. Das heißt, es wird eine bestimmte Menge an Energie pro Sekunde von der Quelle zum Verbraucher transportiert.
Diese Energiestromstärke nennt man Leistung, P. P steht dabei für Power oder Performance, ich weiß es nicht genau. Man misst die Energiestromstärke in Watt. 1 Watt ist also der Transport oder die Umwandlung von 1 Joule Energie pro Sekunde. Die Leistung ist übrigens meistens auf den Geräten angegeben. So kann eine Lampe zum Beispiel 25 Watt haben oder eine Mikrowelle 800 Watt. Das heißt, pro Sekunde 800 Joule Energie umsetzen. Jetzt sind wir fast schon fertig. Die Stromrechnung ist eigentlich eine Energierechnung. Wir bezahlen in Energieeinheiten. Leider ist die Einheit nicht Joule. Denn Joule ist so jämmerlich wenig Energie, dass man dafür nicht gut einen Preis festlegen kann. Man hat rückwärts gerechnet. Wenn also Leistung Energie pro Zeit ist, dann ist Energie gleich Leistung mal Zeit. Naja, und statt 1 Watt nimmt man 1000 Watt, auch Kilowatt genannt, und multipliziert sie nicht mit Sekunden, sondern mit Stunden. Damit hat man eine neue Energieeinheit geschaffen, die Kilowattstunde. Mit einem kleinen Rechenaufwand kann man zeigen, dass eine Kilowattstunde die gleiche Energie ist wie 3,6 Millionen Joule. Und das wird in Rechnung gestellt. Kann übrigens jeder selber recherchieren, was eine Kilowattstunde Energie kostet. Abschließend will ich nur noch alle Größen einmal in einer Übersicht zusammenfassen. Wir haben erstens die elektrische Stromstärke I, gemessen in Ampere, die beschreibt, wie viele Ladungen pro Sekunde an einer Stelle vorbeiströmen. Dann gibt es die Spannung U, gemessen in Volt, beschreibt, wie stark die Elektronen von der Quelle angetrieben werden. Später dazu mehr. Es gibt die Leistung P, gemessen in Watt, beschreibt, wie stark der Energiestrom ist, der durch den elektrischen Kreislauf verursacht wird. Und schließlich haben wir die Energie, das ist das, was wir in Form von Licht, Wärme oder Bewegung erhalten. Ja, und dafür auch bezahlen. Hier gibt es die beiden Einheiten Joule und Kilowattstunden. Und das ist ja der Überblick. Eventuell musst du dir das Video mehrfach ansehen und selbst ein bisschen mitschreiben. Aber wenn du alles, was ich gerade erzählt habe, selber sagen kannst, dann hast du es gepackt. Ich wünsche dir, dass du das schaffst und verabschiede mich damit. Ciao.